Ich habe Name schon geschrieben. Was machen wir hier? Was mache ich mit meinen 5 Sinnen? Sehen, riechen, schmecken, tasten, hören. Lass uns sehen. Ich möchte, dass du für jedes eine andere Farbe benutzt. Okay? Ich benutze Rot für Sehen. Ich benutze Blau für Riechen. Ich benutze Gelb für Schmecken. Ich benutze Grün für Tasten. Und ich denke, ich benutze Orange für Hören. Ich möchte, dass du jetzt genau alles anschaust. Und dann sollst du entscheiden. Hier habe ich eine Eiscreme. Kannst du die Eiscreme sehen? Ja, du kannst die Eiscreme sehen. Kannst du die Eiscreme riechen? Ja, du kannst oft riechen, ob das Schokolade ist oder Vanille. Kannst du die Eiscreme riechen? Schmecken? Kannst du sie schmecken? Na klar, Eiscreme können wir schmecken. Kannst du die Eiscreme anfassen? Kannst du tasten? Na klar, du hältst sie doch in der Hand. Kannst du deine Eiscreme hören? Nein, ich denke, du sollst sie nicht hören. Nur wenn jemand vielleicht ganz, ganz laut ist, wenn sie essen, nicht wahr? Gut gemacht. Lass uns denken, Hase. Kannst du Hase sehen? Ja. Kannst du den Hasen riechen? Ich denke. Kannst du Hase schmecken? Nur wenn Mama ihn kocht, nicht wahr? Aber hey, kannst du Hase fühlen? Kannst du ihn tasten? Ja. Was ist mit Hase hören? Kannst du ihn hören? Ja, ein Hase kann ziemlich laut sein. Mach das Gleiche mit der Trommel. Kannst du die Trommel sehen? Kannst du die Trommel riechen? Kannst du sie schmecken? Kannst du sie tasten oder anfassen? Oder kannst du sie hören? Mach es mit der Blume und mit der Sonne. Und dann schauen wir, ob du das auch hast. Alles klar? Okay. Und hast du es auch so? Die Trommel kann ich sehen, ich kann sie anfassen, also tasten, und ich kann sie hören. Die Blume kann ich sehen, ich kann sie riechen und ich kann sie tasten, anfassen. Meine Sonne kann ich nur sehen. Ich kann sie nicht riechen, schmecken, tasten oder hören. Hast du es auch so? Prima! Formen finden und malen. Meinen Namen habe ich schon geschrieben. Hilf Herrn Kreis zu malen, bis er zu den Donuts kommt. Kannst du schauen, hier unten gibt es Donuts. Herr Kreis möchte, dass ich male alle Kreise, bis ich unten bei den Donuts angelangt bin. Das kannst du doch. Du weißt, wie ein Kreis aussieht. Hier, er ist doch auch ein Kreis. Sehe hier ein. Ich nehme natürlich meine Lieblingsfarbe, Blau. Du kannst eine andere Farbe wählen. Du kannst auch gerne Regenbogenfarben machen, was du möchtest. Du musst alle Kreise finden, bis du unten bei den Donuts ankommst. Bis ganz unten, wo die Donuts sind. Oh, hier unten gibt es welche, siehst du? Schau mal, dass du alle findest. Wir hatten so etwas schon einmal.
Ich denke, du kannst das. Ich habe alle Kreise gefunden für den Kreis. Jetzt kann er bis zu den Donuts reichen. Natürlich kannst du auch Herrn Kreis noch anmalen. Und wenn du ganz viel Lust hast, mal doch auch die Donuts an. Das macht sicher Spaß.